Ich weiß es auch nicht. Ja, ich fürchte auch, dass du es nicht weißt. Muss ich wieder deinen... Ja, jetzt kommt was. Muss ich dir wieder deinen Poppes retten? Ja. Verstehe. Gegen was fahren wir? Ach, nur gegen Russen. Okay, wir verlieren wieder. Ja, mal gucken. Ich kenne das doch. Wenn wir nur Deutsche haben, verlieren wir, aber in dem Fall würde ich sagen, wir könnten gewinnen. Okay. Hast du da rechts an diese Sniper-Posi? Ja, okay. Ich versuch's zumindest. Ich finde das gar nicht schlecht, diesen Plan, aber zu zweit macht das dort keinen Sinn. Ja, ich versuche, dass ich dann halt hier oben da auf dem Hügel die Anfahrt vielleicht noch abgeaimt kriege, ein bisschen, falls da einer kommt. Kreuzfeuer, ich mag es. So, Abrams, hau mal ab. Lass mal Papa hier ran. Hinten steht schon einer. Bei mir gibt's Artifeuer. Oh, komm schon. Hab ihn. Ich bin zu dumm. Lol? Ja, genau. Dein Ernst? Ja, was ist passiert? Ich hab mich... Möchte ich es erklären oder möchte ich es nicht erklären? die meisten haben es ja eh gesehen. Also, ich hab gedacht, von mir ist das Wiesel gefahren. Und jetzt habe ich mich natürlich darauf verlassen, solange das Wiesel vor mir fährt, ist vor mir auch kein Gegner. Was ich aber nicht beachtet habe bei meiner Logik ist, dass das Wiesel halt klein ist und sich auch in kleine Ritzen stellen kann, wo halt keiner hinguckt. So, ist das Wiesel weitergefahren in die Ritze, die feindlichen Panzer sind vorbei und dann gab es einen kleinen Fight, den ich leider verloren habe. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt haben die sich hier so zugenebelt bei A, dass ich nicht mehr auf den Hügel drauf schießen kann. Die sind also an Cleverness sind manche Spieler nicht mehr zu überbieten. Das kann man so nicht anders sagen. Also, ich enthalte mich jetzt aus dieser Diskussion aus Gründen. Du, da steht aber noch ein T-80 oben. Der. Genau. Genau der. Was läuft denn bei dir schief? Ja, ich wusste nicht, dass der da schon steht. Ich dachte, der schon noch weiter links ist. So, aber hörst du nichts? Doch, aber du hast es gesagt, da bin ich schon. Ich fahre da mit 70 Sachen durch die Welt. Achso, na gut. Du hast es quasi gesagt, da war ich gerade am Reinhüpfen in diese Anfahrtszone und da stand er halt dann. Oh, das ist nicht gut. Aber ich habe das ja nur gemacht, damit ihr mal den Ito sehen könnt. Das ist die Geschichte. Ja, also. Oh, da kann man nicht durchschießen. Okay, schade. Jetzt haben wir ein Problem. Ein geringfügiges. Ich hatte schon zwei. Mann. Stefan, wie du siehst, verkacke ich genauso. Da oben ist noch ein zweiter bei auf dem Hügel. Omim, wieso Skandal? Also 20 Schuss habe ich in der Regel immer dabei. Aber wenn es drüber geht, dann würde ich das Ganze hinterfragen. Und du hast ja gesehen, ich hätte auch bloß einen mitnehmen können. Es hätte vollkommen gereicht für die Runde. Willst du etwa mich hinterfragen? Was? Nein. Hä? Wo werden die denn alle... Wo lassen die sich denn alle... Ach, da! Freund Blase. So haben wir nicht gewettet. Oh, nee, das war nicht gut. Nee, fährt einer von hinten zur A. Also, wobei so. Eigentlich der Panzer ja gar nicht so schlecht ausschaut. Nur halt dieser Aufbau sieht kacke aus. Wie hat mir... Oh Gott, da sind zwei Helis drin. Ja. Peter, was läuft bei dir schief? Die werden mir nicht ange... Okay, einer schmiert schon ab, da kann ich gar nichts mehr machen. Die werden mir nicht angezeigt, die stehen zu niedrig für mich. Ich habe jetzt bloß einen gesehen, der abgeschossen wurde. Aber die werden mir nicht angezeigt auf dem Radar. Geschweige denn, dass ich das so sehen würde. Musst du mal hier hinten rumfahren. Ja, das bin ich auch gerade dabei, rückwärts zu fahren. Da musst du mal dann an die Dinger gucken. Richtung. Die sind 100 pro hinterm. Hinterm Staudamm, ne? Hinterm Staudamm schweben die 100 pro, die Loser.
Ah, jetzt habe ich einen gesehen gehabt auf dem Radar, ja. Da muss. Okay, der Adarz hat ihn. Ja, Adarz hat ihn. Sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie zum A reinkommen. Was haben die eigentlich für eine Sprengwirkung, die VT1? 8 Kilogramm. Boah. Sollten eigentlich ganz okay sein. OT80U. Also wenn ich jetzt einen BMP finde, den kann ich zusprayen. So nicht, mein Freund. Ich treffe nur seinen Kraftstofftank, ist das dein Ernst? Okay. Spannend. So meintest du das so im Leben. Schade. Ja, 16 reichen aber, also. Okay, ist raus, sehr gut. Ich fühle mich nutzlos in der Runde. Ich bin auch letzter. Nein, es gab noch welche, die waren schlechter als ich. Seht euch an. Ist egal. Das ist wurscht. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der den Luftraum safe hält. Und da ist irgendwo ein T-80U am Wasser, glaube ich. Ja, vor mir unterhalb. Ja, wird auch markiert. Ja, das war ich. Ich komme aber mal, ich fahre da mal hin. Jetzt nehme ich schon wieder an. Das wird doch... Das kannst du dir nicht ausdenken. Da ist noch einer an A drin. Das gibt es nicht. Also ich habe gerade hier oben in dem Rondell hier Nebel gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, von wem das war. Komm, aim. Mach den von oben platt, wenn's geht. Ah, er ist auf unserer Seite, der Panzer. Ah, er ist raus. Okay. Gut. Boah, da steht... Irgendwo steht ein T90 zwischen den Gebäuden bei A. Irgendwo zwischen den Gebäuden. Ich weiß nicht wo. Nein, jetzt kriegt er mich. Der Panzer auch schießen. Selbst freilich. Okay, die haben einen Panzer. Hm. Nein. Komm. Hallöchen, Kasum. Guten Abend. Grüß dich, Kasum. Jetzt stehe ich hier wieder 20 Sekunden rum. Ja, ich werde gerade überrannt. Digga, sie kriegen mich nicht kaputt. Oh, geiler Typ, ey. Und 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Nein! Ich stehe nochmal 20 Sekunden. Nein, jetzt ist mein Kanonenrohr kaputt. Komm, reparier bitte. Bevor mich der T-72 neben mir ist kaputt. Komm schon. Nein. Ich hab's jetzt hier hinten noch weggeschossen zu werden. Guck
Gucken wir mal den Profi zu, der kann es diese Runde besser als ich. Ich hab's jetzt ernsthaft geschafft. Okay, daraus muss ich einen Clip machen. Tut mir leid. Rechts von dir kommt ein Panzer. Oh. Auf der Brücke, von der Brückenzufahrt. Okay. Genau, wo du hinguckst in etwa. Ein bisschen weiter links. Ja, genau da. Ja, gesehen, danke. Komm, fahr hoch, fahr hoch. Wurde gerade beschossen. Mhm. Der Kollege rechts und die hat ihn geschossen. Mhm. Er pusht ihn auch. Mhm. Ich glaube, er hat kein Geschütz mehr. Das wollen wir hoffen, dass er kein Geschütz mehr hat. Du müsstest doch eigentlich dran sein an einem Atombomber, oder? 150. Sag ich doch. Aber ich höre hier was. So, jetzt müsstest du die Punkte haben, oder? Nee. Hä? Nee, weil das war ein T-55 AMD-1. 2381. Jetzt aber, oder? Ein Punkt fehlt. Ah, er kann es. So kann's laufen. So, Freunde, ihr bekommt ihn jetzt zwar nicht von mir, aber von ihm. Ja, das Problem ist, da ist eine Pan. Die haben, glaube ich, eine Panzer ja noch. Ja, da musst du sehr tief liegen, also wirklich hart tief. Flieg am besten nicht nach rechts gleich, sondern flieg über links, über den Damm. Ja. Weil er hat ja auch nicht so viel Einsicht, glaube ich, von dem wir hier im Spawn aus. Ja. Weil die Raketen kannst du fast nicht ausweichen. Die sind Hölle. Boah, das Ding ist so schwerfällig. Mhm. Ja, ne Jaguar ist das, ne? Ja. Mhm. Ich hab den mal ein bisschen geflogen bei den Franzosen. Ein Albtraum. So, wo ist der Damm? Ah, da, okay. Oriana the First, hallo und danke fürs Follow. Du siehst gerade hier eine kleine zarte Bombe. Ja, Moment. Wir müssen es erstmal schaffen, diese Bombe wegzuschmeißen. Du sollst sie nicht wegschmeißen, sondern abwerfen. Und er wird sie jetzt versuchen, da ins Zielgebiet zu befördern. Ja, er hat einen Nuke. Schön tief fliegen, genau. Ich versuch's. Ja, da ist die. Ich sehe es schon. Oh, das könnte klappen, das könnte klappen. Yes! Gewonnen! Rakete und zu spät. Man sieht dich noch wegfliegen. Was stand da gerade? Interrupted? Hast du das gesehen? Nee, die Runde ist durch. Nee, stand gerade bei mir. Achso. Connection interrupted, warum?